willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und ja, immer wieder die Klassikerfrage, kann denn der Träger als Arbeitgeber bereits ein Attest von mir als Erzieher, als Koch, als Küchenfee, als sonstige Trägerbeschäftigte, kann denn der Träger ein solches Attest von mir schon ab dem ersten Tag verlangen? Das ist doch so, dass es doch sonst immer erst ab dem dritten Tag beigebracht werden muss. Nun, hier ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Ja, die gesetzliche Grundregel ist die, dass ein Attest erst mit dem dritten Tag beigebracht werden müsste. Wir drücken das ein bisschen vorsichtig aus, denn ein Arbeitgeber hat es durchaus in der Hand, von dieser gesetzlichen Regelung abzuweichen und sich zu entscheiden, auch während des Arbeitsverhältnisses, nö, ich möchte bitte, dass du, lieber Arbeitnehmer, das Attest bereits am ersten Tag beibringst. Und nun ja, dann ist es so, dann muss der Erzieher halt in den berühmten sauren Apfel beißen und entsprechend dieser Aufforderung seines Arbeitgebers, des Trägers, auch nachkommen. Tut er das nicht, wird er unangenehme Konsequenzen bis hin zur Abmahnung wahrscheinlich spüren. Eine Ausnahme ist sicherlich gegeben, wenn es eine entsprechende Regelung im Arbeitsvertrag gibt, bis wann oder ab wann ein Attest vorzulegen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine Betriebsvereinbarung womöglich in der Einrichtung besteht oder wenn der Tarifvertrag dazu was sagt, sofern die betroffene Person, der betroffene Arbeitnehmer hier unter den jeweiligen Tarifvertrag überhaupt fällt. Aber ansonsten gilt, ein Attest kann vom Arbeitgeber, kann vom Träger auch schon am ersten Tag verlangt werden. Ob das unbedingt schlau ist, jemanden in ein verkeimtes, wenn jemand sowieso schon leicht angeschlagen ist, in ein sehr verkeimtes Arztwartezimmer zu schicken, steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt ja auch Fälle, da muss sich ein Träger durchaus vergewissern, dass man hier sich nicht, nun ja, zu schnell, zu eilig für krank erklärt. Also da gibt es durchaus widerstreitende Interessen. Aber auf die Frage hin, muss ich als Erzieher einen Attest schon am ersten Tag beibringen, nur weil der Träger es will? Ja, es sei denn, es gibt ausdrückliche anderweitige Regelungen.